Herzlich willkommen zu 90 Sekunden mit mir, Emmaus. Jedes Jahr am Ostermontag die gleiche Geschichte und doch nie langweilig. Zwei Männer unterwegs, ein langer, strenger Weg, 12 Kilometer, steinig und heiß. Eine Begegnung mit dem Auferstandenen für sie noch völlig unvorstellbar. Und doch geht einer mit ihnen, Jesus. Aber sie erkennen ihn nicht. Da nimmt er sie an die Hand, führt sie mit dem Alten Testament. Und sie merken, alles hat müssen so kommen. Sie fangen an zu verstehen. Ihres Herz wird warm, es fängt sogar an zu brennen. Und so bin ich dann in Emmaus beim vertrauten Brechen vom Brot. Da gehen ihnen die Augen noch ganz auf. Und sie glauben. Und du? Da, an dem Ort vermutet man Emmaus heute. Es ist ein stilles Kloster, ein guter Ort zum Ankommen. Emmaus. Steinige Wege unter meinen Füßen, aber der Auferstandene an meiner Seite. Auf sein Wort hören. Ihm meine Türen auftun. Ihn ganz nahe an mich hinlassen. In ihm brechen vom Brot erkennen. Und dann in Dunkelheit rausjubeln. Das Leben ist stärker als der Tod. Und mein Herz brennt. Und dies.